Wir sind heute zu Besuch in der Gemeinde Flums und gratulieren zum neu erlangten Energiestadt-Label. Jetzt würde ich einfach mal nachfragen, wie ist der Weg zum Energiestadt-Label gewesen? Ja, der Weg war eigentlich nicht ein schwieriger, weil die Zeit war wirklich reif, man kann fast sagen überreif für das Energiestadt-Label und vor allem auch für den Energiestadt-Prozess. Wir sehen gerade hinter uns die Flumserei, das ist das frühere Gebäude von der Baumwollspinnerei Spörri. Und die Gebrüder Spörri, die sind vor 150 Jahren hier nach Flums gekommen, eben präzise wegen der Wasserkraft. Also Energie hat eigentlich immer in der Geschichte der letzten 150 Jahre eine wichtige Rolle von unserer Gemeinde gespielt. Und darum sind wir auch der Überzeugung gewesen, es ist an der Zeit, dass auch wir das Label erlangen. Das Label Energiestadt ist ja manchmal bei den Gemeinden nicht so ganz einfach durchzubringen. War der Weg bei Ihnen politisch einfach? Wir hatten eigentlich keine grosse Stolpersteine, wobei wir von Anfang an nicht das Label im Vordergrund gestellt haben, sondern den Prozess zu dem Label. Der Gemeinderat hat wirklich von Anfang an als Ziel formuliert, nicht möglichst schnell das Label zu erlangen, sondern eigentlich das Label, ich sage jetzt, wie als Nebenprodukt zu sehen. Uns ist es wirklich darum gegangen, uns ernsthaft und seriös mit diesen Themen von der Energieeffizienz und der Ökologie auseinanderzusetzen. Uns ist es darum gegangen, dass die Gemeinde eine Vorbildrolle übernimmt in Bezug auf die Verantwortung gegenüber der Umwelt. Uns ist es darum gegangen, die Bevölkerung zu sensibilisieren für die ökologischen Anliegen. Obwohl wir schnell festgestellt haben, dass die Bevölkerung sehr offen ist für diese Themen. Sie sprechen es gerade an, die Bevölkerung. Gibt es konkrete Projekte, die Sie als Gemeinde mit der Bevölkerung umsetzen, also wo Sie auf die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen sind? Ja, also im Rahmen des Prozesses jetzt bis zum Label hat es verschiedene Veranstaltungen gegeben, wo wir bewusst die Bevölkerung sensibilisiert haben auf die Themen. Aktuell sind wir daran, einen sogenannten Energieweg zu realisieren, wo wir aktiv auch Teil der Bevölkerung mit einbeziehen. Beispielsweise arbeiten wir mit Schulklassen zusammen bei der Realisierung von dem Energieweg. Und natürlich auch mit dem Förderprogramm, das wir im Moment gerade in Entwicklung haben, ist die Bevölkerung ja sehr, sehr direkt betroffen. Erzählen Sie uns doch noch ein bisschen über die Besonderheiten der Gemeinde Flums. Ja, Besonderheit, denke ich, ist vor allem die Vielseitigkeit unserer Gemeinde. Es ist eine sehr grosse Gemeinde mit 75 Quadratkilometer Fläche. Wobei das, was wir hier unten sehen, das Dorf ist ja nur ein kleiner Teil. Es geht ja noch der ganze Berg drauf. Es umfasst das Tourismusgebiet Flumserberg, das ja vielen bekannt ist. Ja, ich denke, das ist schon etwas Spezielles. Und wenn wir hier nochmal zum Dorf schauen, sieht man auch gerade ein paar. Wir haben nicht viel, aber ein paar doch wichtige Industriebetriebe mit dem Flumrock, mit dem Mühle Grüninger und mit dem Bartolet-Seilbahnenbau, die natürlich auch unsere Energiebilanz stark mit beeinflussen. Gibt es Projekte, die in der Pipeline sind? Sind Projekte bereits umgesetzt worden? Ja, auf dem Weg bis zum Label ist es ja mal primär darum gegangen, die ganzen Grundlagen zu erarbeiten, wo wir jetzt auch die nächsten Jahre gezielt unsere Gemeinde weiterentwickeln in Bezug auf Energieeffizienz und ökologische Themen. Sie haben vorhin noch was von der ARA erzählt, dass Sie da bereits Pläne haben. Ja, man sieht sie gerade noch links aussen, die ARA. Da haben wir, obwohl wir noch nicht angefangen haben mit der Realisierung, bereits für das Projekt zwei Preise bekommen. Den Prix DO und den Innovationspreis für eben besonders innovative Projekte im Bereich von der Energieeffizienz. Ja. Wir wollen die ganze ARA überdachen sozusagen mit einer modernen Photovoltaikanlage, die spezialisiert für ARAs ausgerichtet ist, wo eine Art mit einem Vorhangsystem dann kann weggeräumt werden, wenn an der Becke muss geschaffen werden und nachher wieder über die Becke kann bewegt werden. Wir stehen hier vor einem kommenden Projekt. Können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen? Ja, wir stehen jetzt auf der Schulhausanlage von der Gemeinde Flums. Wir haben ja eine zentrale Schulhausinfrastruktur mit der Primarschule und der Oberstufe hier im Dorf und dem Kindergarten. Und da hinten sehen wir jetzt gerade die ältere Gebäulichkeiten von der Oberstufe, vom Oberstufenzentrum, die werden jetzt dann ab dem Herbst komplett saniert.
Und da wird's dann auf dem Dach wird's eine neue Photovoltaikanlage geben. Hat auch eine wichtige Rolle gespielt in der Energiekommission, das Sanierungsprojekt, dass wir dort eben die energiepolitischen Grundsätze, die wir gefasst haben, in diesem Bauprojekt voll einfließen lassen. Die ganzen Schulhausanlagen sind auch angeschlossen an eines von diesen drei Fernwärmenetz, die wir hier in der Gemeinde haben, wo wir jetzt im Rahmen des Masterplan Fernwärme eben noch gezielt weiterentwickeln. Sie haben uns auch die Überbauung Bündli gezeigt von oben, das kommende Areal. Gibt es da auch Bestrebungen, die ans Fernwärmenetz anzuschließen oder generell energetisch vorbildlich zu bauen? Ja, das sind die letzte grössere Grünfläche innerhalb des bebauten Raums. Also es geht ja auch darum, dass man eben heutige Projekte nach dem Grundsatz von einer gewissen Verdichtung auch in einer ländlichen Gemeinde realisieren. Und die Überbauung Bündli wird selbstverständlich als eines von diesen Fernwärmenetzen angeschlossen. Ja, das steht schon fest. Aber es gibt auch andere interessante Aspekt, wo dort realisiert werden im Sinne einer zukunftsgerichteten Überbauung. Beispielsweise gibt es Grüngärten, früher hat man gesagt Schrebergärten, wo also die Leute Möglichkeit haben, für ihren eigenen Gebrauch Gemüse und so weiter dort anzupflanzen und zu ernten. Haben Sie noch ein letztes Statement, was Sie uns gerne mitgeben wollen? Ja, ich glaube, in unserer Situation kann man sagen, nach dem Label ist vor dem Label. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Label war für uns eigentlich nur so eine Zwischenstation. Der ganze Entwicklungsprozess soll weitergehen mit gezielten Projekten, die wir jetzt Jahr für Jahr wollen realisieren wollen. Wir sind hier gerade auf einem Schulhaus, Kindergartenareal. Das ist die Jugend von unserer Gemeinde, der Nachwuchs, die Zukunft von unserer Gemeinde. Und ich glaube, da wird es einem besonders bewusst, dass es eben eine edle Aufgabe ist, zu schauen, dass auch unser Nachwuchs in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, eine gesunde Umwelt wird vorfinden wird.